Und den Internetfans von Marie Hörbiger auf einem Berg. Hier müsste man die selber mal ein Porträt über die machen. Was übrigens auch spannend wäre. Wie die wohl aussehen. Spannend. Es ist ja auch angenehm, wenn man weiß, da draußen gibt es ja Leute, die sich das wirklich angucken und dafür interessieren, was man macht. Ich weiß nicht, das ist irgendwie, ich glaube, es ist eine Art Menschenschlag, eine sehr, ich kenne diese Menschen nicht und habe momentan auch noch gar keinen Schritt gemacht, die kennenzulernen, weil es natürlich ist man eine Art Projektionsfläche für solche Menschen. Und man hat natürlich auch wahnsinnige Angst, sie zu enttäuschen, dass sie dann nach Hause gehen und 3 Jahre ihres Lebens, das ist die tollste und schönste Frau der Welt. Und dann treffen sie an und denken sich so, Aber ich glaube, es ist eine Art Menschenschlag, die mit unserem neuen Jahrtausend gekommen sind, auch unserem Computerjahrtausend. Menschen, die sich wahnsinnig viel mit Computern beschäftigen und so Sachen können, was ich auch durchaus beeindruckend finde. Und bei denen habe ich einen Riesenschlag. Also wir haben die seltsamsten Theorien wurden da schon vermutet, dass ich aussehe wie eine Comicfigur, war mal ganz weit oben. Kann sein. Wir wissen es nicht. Ich freue mich, aber man freut sich natürlich. Ich gucke es mir selber nicht an, ich kriege es nur erzählt, weil ich den Gedanken seltsam finde, dass man so beurteilt wird, ohne dass man jemanden getroffen hat. Hast du ihn nie angeguckt? Vielleicht mache ich es irgendwann mal.